Yvonne Gebauer sitzt seit 2012 im Landtag in NRW. Außerdem ist sie seit 2017 die Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Hallo, Frau Gebauer. Ich grüße Sie, Herr Schengel. Frau Gebauer, von Dezember bis Februar liefen die Aktionswochen Demokratie und Respekt an Schulen in Nordrhein-Westfalen. Was war denn das Ziel dieses Projekts und gibt es bereits ein erstes Feedback aus den Schulen? Ja, das Ziel dieses Projektes war, nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig der respektvolle Umgang miteinander ist, wie wichtig es ist, dass wir in Frieden und Freiheit, gerade jetzt merken wir ja anhand des Ukraine-Konflikts, wie wichtig Frieden und Freiheit sind, und darauf nochmal hinzuweisen, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern auch immer wieder neu gelebt werden muss und natürlich auch in Schule. Und deswegen haben wir uns für diese nicht nur Woche, sondern Wochen der Demokratie und des Respekts entschieden und entsprechend ja auch einen Wettbewerb in diesem Zusammenhang ausgelotet, beziehungsweise dann die Preisträgerinnen und Träger, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, dann entsprechend verkündet im Rahmen einer doch größeren Veranstaltung, soweit das digital dann möglich gewesen ist. Da sind wir schon beim Thema des Sozialen in der Schule. Unter Ihrer Schirmherrschaft wurde ja in Nordrhein-Westfalen das Pflichtfach Wirtschaft, Politik eingeführt und dafür ist ja dann wiederum das Pflichtfach Sozialwissenschaften abgeschafft worden. Was war denn da der Hintergrund? Also das Pflichtfach Sozialwissenschaften ist mitnichten abgeschafft worden, sondern wir haben einen stärkeren Schwerpunkt gelegt auf den Bereich Wirtschaft, haben das aber auch entsprechend mit einer höheren Stundenzahl dann auch noch unterfüttert, sodass eben nirgendwo etwas verloren gegangen ist, sondern wir brauchen beides. Wir brauchen natürlich die Sozialwirtschaft, wir brauchen aber auch Schülerinnen und Schüler, die aber ausreichend Kenntnisse in der ökonomischen Bildung verfügen. Wir haben das im Rahmen eines Modellprojektes ja über mehrere Jahre gesehen, wie wichtig dieser Anspruch auch ist und wie gerne das auch angenommen worden ist bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch bei den Eltern und den Lehrkräften. Und aus diesem Modellversuch ist dann jetzt entstanden, dass wir eben diesen Bereich der Wirtschaft als Pflichtfach, als Wahlpflichtfach dann an allen Schulen auch entsprechend eingeführt haben. Also es klingt für mich so, als ob das Fach umbenannt wurde, die Inhalte eigentlich bleiben, aber nochmal erweitert werden sollten. Aber zeitgleich ist es ja doch so gewesen, dass im letzten Jahr auch kritische Stimmen laut geworden sind. So gab es ja zum Beispiel die Petition So wie bleibt, die insgesamt 40.000 Unterschriften gesammelt hat. Wenn die Inhalte doch bleiben, was entgegnen Sie dann den Kritikern? Ja, die Inhalte bleiben, aber die Schwerpunkte werden anders gesetzt. Also so wie bleibt, das war ja ganz klar, so wie ich es auch gerade gesagt habe. Wir haben ja nichts abgeschafft, sondern wir haben ergänzt und andere Schwerpunkte gesetzt, weil wir eben auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung, aus der Schülerschaft, aber auch von den Lehrerinnen und Lehrern und den Eltern bekommen haben, dass hier eklatante Lücken vorhanden sind und dass wir eben den Auftrag auch haben, die ökonomische Bildung zu stärken und das weder zu Lasten der politischen Bildung noch zu Lasten von Sozialwissenschaften. Also hier ist auch viel Kampagne betrieben worden und am Ende des Tages musste man schon einmal genau hinschauen, um zu sehen, was tatsächlich an Veränderungen vorgenommen wurde. Genau, bleiben wir doch bei den Veränderungen, die vorgenommen worden sind. Und zwar wurde ja neben dem Pflichtfach Wirtschaft, Politik auch das Pflichtfach Informatik ab der 5. Klasse eingeführt. Aber für guten Informatikunterricht braucht es ja auch digitale Endgeräte und vor allen Dingen aber auch gut ausgebildete oder weitergebildete Lehrkräfte. Wie beurteilen Sie denn den aktuellen Stand der Digitalisierung an den Schulen in Nordrhein-Westfalen? Ja, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen eine enorme Aufholjagd betreiben müssen. Wir kommen aus dem Jahre 2016, wenn man einmal zurückblickt, dann gerade mal von 13% aller Schulen, die an ein leistungsfähiges Netz angeschlossen gewesen waren. Wir liegen jetzt bei weit über 80%. Am Ende des Jahres 2022 werden dann alle unsere Schulen an ein leistungsfähiges Glasfasernetz angeschlossen sein. Das ist eine enorme Aufholjagd. Wir haben mittlerweile alle Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten ausgestattet. Das war eine langjährige Forderung, die wir jetzt in den vergangenen 2 Jahren umgesetzt haben, beziehungsweise das Geld zur Verfügung gestellt haben. Die Schulträger haben es umgesetzt.
Und wir haben zwei Ausstattungsprogramme für unsere Schülerinnen und Schüler geschnürt und mit denen dann über 700.000 Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden bzw. bereits sind. Manche Schulen erlangen darüber auch eine Vollausstattung. Das heißt also, wir haben hier einen enormen Sprung gemacht. Damit ist es aber auch nicht getan, sondern man muss natürlich parallel schauen, dass wir unsere Lehrerinnen und Lehrer gut ausbilden und gut fortbilden. In der Lehrerausbildung gibt es jetzt ein verpflichtendes Modul in Bezug auf die Digitalisierung, was auch prüfungsrelevant ist seit dem Jahre 2019. Und wir haben viele Fortbildungen bereits in den vergangenen Monaten durchgeführt und starten jetzt mit einer Fortbildungsoffensive, immerhin mit 18 Millionen Euro unterlegt, um jetzt auch dann tatsächlich alle unsere Lehrkräfte, beginnend bei den Schulleitungen, entsprechend auf dieses veränderte Lehren und Lernen, nämlich das digitale Lehren und Lernen, dann auch gut vorzubereiten. Wir haben uns jetzt ja schon einmal über zwei neue Fächer unterhalten. Sie haben aber auch in der Vergangenheit gesagt, dass neue Pflichtfächer mit Bedacht eingeführt werden sollten und nicht irgendwelchen Moden hinterherlaufen dürfen. Momentan ist ja eines der großen Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, die Umweltverschmutzung und der Klimawandel. Spricht denn aus Ihrer Sicht etwas dagegen, dass man das Pflichtfach Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung an Schulen in Nordrhein-Westfalen einführt? Ja, wir haben es ein bisschen anders gehalten bei uns in Nordrhein-Westfalen. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit, Verbraucherschutz, Klimaschutz, alles, was dazugehört, auch in den Kernlehrplänen aller Fächer mit verankert, genauso wie den Bereich Digitalisierung. Also wir haben uns nicht für separate Fächer, was den Bereich Digitalisierung oder was den Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit anbetrifft, sondern wir haben uns dafür entschieden, dass beide Bereiche in den Fächern auch von allen Lehrkräften entsprechend bearbeitet werden müssen, und ich halte das auch für den richtigeren Weg. Während der Corona-Pandemie haben Sie sich ja vermehrt gegen den Unterricht als Distanzunterricht ausgesprochen und haben daran festgehalten, die Schulen aufzuhalten. Was war denn da der Hintergrund? Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass der Präsenzunterricht die beste Form des Lehrens und des Lernens ist, sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrkräfte. Wir wissen, dass unsere Schülerinnen und Schüler durch die Pandemie haben viel einbüßen müssen, haben viel an Halt und Struktur verloren. Und Schule ist natürlich ein Ort, der ihnen auch Halt und Struktur gibt. Und das war sicherlich immer auch mein Motto, dass ich gesagt habe, so viel Normalität wie möglich. Und dazu gehört eben auch der Präsenzunterricht natürlich immer auch im Einklang mit dem Gesundheitsschutz, mit dem Infektionsschutz, aber immer dann, wenn es möglich ist, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, dann müssen wir das tun. Und das haben wir eben mit auch einem sehr strengen Testregime hier bei uns in Nordrhein-Westfalen ja fast durchgehend dann auch den Schülerinnen und Schülern diesen Präsenzunterricht zugutekommen lassen können. Abschließend würde mich noch interessieren, wo Sie denn aktuell die größten Herausforderungen sehen, die abseits der Pandemie liegen für das Bildungssystem in Nordrhein-Westfalen. Na gut, also die Aufholjagd im Bereich der Digitalisierung ist eben noch nicht abgeschlossen. Die Punkte habe ich genannt. Und natürlich ist nach wie vor die auskömmliche Lehrkräfteversorgung an unseren Schulen etwas, was ganz oben auf der Agenda steht. Sie wissen, wir haben über 13.300 Menschen, Pädagoginnen und Pädagogen, aber aus anderen Bereichen zusätzliche Menschen an unsere Schulen gebracht. Wir haben über 16.000 neue Stellen eingerichtet, aber es ist nach wie vor eine große Herausforderung, dass wir genügend Personal an unsere Schulen bekommen, weil guter Unterricht, beste Bildung steht und fällt mit ausreichendem Personal. Also von daher bleibt das weiter die große Aufgabe, der wir uns mit großer Energie und Leidenschaft widmen. Frau Gebauer, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Sehr, sehr gerne.